Ja, Leute, es gibt so viele Vintage-Sets mit so vielen tollen, ikonischen Karten. Und im heutigen Video schauen wir uns ein paar Karten an. Ich habe mir einige Vintage-Sets angeschaut und jetzt gibt es ein paar Karten, die ich gut finde für unter 50 Euro, damit ihr euch die Suche spart. Dann würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Ich denke mal, die Karten sind sehr interessant, werden euch gefallen. Von daher schaut es euch komplett an. Somit heiße ich euch herzlich willkommen zu Sideschleife, eurem Pokémon-YouTube-Channel. Im heutigen Video haben wir den Fokus auf die Neo Genesis Series. Wenn ihr Bock habt, Interesse habt, würde ich das auch mit der Basic Series machen oder auch mit anderen Series. Und da habe ich mir jetzt so die 5 besten oder 6 besten Karten rausgesucht für unter 50 Euro, die ich ganz gut finde. Aber ihr könnt auch gerne kommentieren, welche Karten ihr noch ganz gut findet. Weil generell, also mir persönlich gefallen halt die Neo-Karten wirklich sehr, sehr, sehr gut. Aber ich muss mich entscheiden, die besten Karten, die man auf alle Fälle nicht missen sollte. Wir fangen an einmal mit Raikou, Suicune und Entei, alle von Neo Revelation. Ihr seht hier die Zustände ab für einen Nier-Mint-Zustand um die 10 Euro. Die Karten sind nicht holographisch, aber sehen trotzdem sehr, sehr, sehr gut aus. Wenn wir die mal zusammenlegen, haben wir ein komplettes Artwork und definitiv ikonisch. Pokémon, die man erkennt. Und ihr seht auch hier die Preisentwicklung bei den Karten. Sind eigentlich relativ konstant, von daher habt ihr jetzt irgendwie nichts Großartiges verpasst. Mal schwanken die, mal höher, mal weniger. Vielleicht sind noch mal ein paar PSA-Karten mit drin. Aber ich denke mal, für die Einzahlung ist das schon eine nice Sache, dieses Trio zu haben. Wenn es euch nicht gefallen, dann könnt ihr ja zum Beispiel auch das Bird-Trio nehmen. Aber das wäre ein Thema für ein anderes Video. Ich finde die Karten sehr, sehr cool. Jeder kennt, glaube ich, die Karten noch von damals vom Schulhof. Und ja, schönes Artwork kann man auf alle Fälle machen für den Preis. Als nächstes das Signature-Pokémon von meinem Channel, Tornupto. Aber nicht irgendein Tornupto, sondern das Tornupto schlechthin. Dieses Tornupto ist eine der schwersten zu gradeten Karten, die es aktuell gibt. Unglaublich ikonisches Artwork, sehr schönen Zeichenstil. Hier sehen wir auch Preise mit vielen Schwankungen, was so umgesetzt wurde, mal hoch, mal niedrig. Aber ihr seht, wir haben ungefähr Mittelfeld und es geht immer wieder ein bisschen weiter nach unten. Und wir haben jetzt hier hauptsächlich deutsche Karten und auch englische Karten. Ihr habt hier meistens Karten in einem exzellenten Zustand, ab um die 50 Euro. Das kann ein bisschen teurer werden, das kann natürlich auch ein bisschen günstiger werden. Ihr könnt auch auf eBay vielleicht noch einen guten Schnapper machen, aber dennoch eine sehr, sehr gute Karte, die, finde ich, bei keinem fehlen sollte. Eine weitere Neo-Karte ist einmal das helle Arcanine. Ich kann mir gut vorstellen, sobald das 25th Anniversary Set draußen ist, dass wir vielleicht einen stärkeren Fokus auf helle und dunkle Pokémon haben könnten. Wir werden auf alle Fälle ein dunkles Pokémon mindestens bekommen. Und hier das helle Arcani, auch die Preise. Man sieht, dass es so langsam, aber sicher immer weiter nach oben geht. Ich kann mir gut vorstellen, dass so langsam die Basic Series ausgelutscht ist und die Leute jetzt Bock haben auf weitere Vintage-Sets. Und dann kommt als nächstes halt die Neo-Sets. Ja, ich weiß, die sind schon im Fokus, aber dennoch sehr, sehr starke Karte. Hier haben wir interessante Preise. Holo-Karten für ab 40 Euro, mal auch ein bisschen teurer. Ihr habt hier ein bisschen mehr Spielraum und auch hier wie beim Tornupto. Schaut mal ein bisschen rum. Das müsst ihr nicht sofort kaufen, muss nicht von heute auf morgen passieren, aber behaltet die Karte im Hinterkopf. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Karte mit so einem sehr guten Artwork auf alle Fälle noch richtig wertvoll werden könnte. Ja, Leute, dann haben wir hier ein sehr, sehr, sehr beliebtes Pokémon. Einmal Psyana von Aquapolis und ich kann gleich noch dazu hauen. Einmal das Nachtara. Das Nachtara ist aber noch ein Holo, dazu kommen wir aber gleich. Wir haben hier ein Psyana und das ist ein sehr, sehr cooles Artwork. Mir persönlich gefällt es sehr gut. Es ist ein beliebtes Pokémon. Ob jetzt jeder diesen Holo-Effekt an den E-Reader-Linien mag oder nicht, ist eine Sache für sich. Ich persönlich finde es okay. Mich stört es nicht. Unterscheidet sich ein bisschen von den anderen Vintage-Karten und gibt ja ihren eigenen ganz besonderen Touch. Hier seht ihr ganz klar, dass die Karte ab 2016 sogar immer wieder ein bisschen teurer wurde. Ab 2020 kam halt so langsam der Hype, wie ihr seht. 2020 69 Euro. Da haben die Leute wohl gedacht, ja, kaufen wir nicht mehr, weswegen die Karte ein bisschen günstiger wieder angeboten wurde. Und jetzt sehen wir hier unglaublich krasse Schwankungen. Wahrscheinlich auch wegen Eevee Heroes. Und ihr seht auf alle Fälle hier, die Karte geht immer weiter nach oben. Und hier habt ihr Exemplare ab 30 Euro. Aber aus Italien, von daher schaut lieber, dass ihr da ein paar Bilder bekommt. Oder wenn ihr wirklich bei einem Italiener wie hier bestellen solltet, macht lieber eine größere Bestellung. So habe ich es damals zum Beispiel auch gemacht. Und hier seht ihr Karten für um die 50 Euro. Springt relativ schnell auf 60 Euro. Auch hier wie bei den anderen. Ich finde 50 Euro für eine Karte ist dennoch viel Geld. Von daher solltet ihr die Augen offen halten. Behaltet die Karten im Hinterkopf. Die Karte ist definitiv sehr strong. Eben schon angesprochen, dann mal das Nachtara. Non-holographisch. Holographisch wäre es doch zu teuer gewesen. Dennoch ein unglaublich gutes Artwork. Holo wäre halt wirklich die Kirsche auf der Sahnetorte. Könnt ihr euch auf alle Fälle ziehen, wenn ihr das Geld überhaupt.
Ich finde die Karte sehr, sehr strong. Könnte man meinen, das wäre die Inspiration für die VMAX nach Tara, Alternative Artwork von Eevee Heroes. Hier auch die Preise. Viele Schwankungen, mal günstig, mal teuer, mal sehr, sehr teuer. Und ihr seht auf alle Fälle, die Leute sind sich nicht einig. Hier habt ihr zum Beispiel die Chance, bei den deutschen Händlern die Karte in dem Nearmint-Zustand für 25 Euro zu schießen. Ich finde das persönlich sehr viel Geld für eine Non-Holo-Karte, aber das ist einer der stärksten Non-Holo-Karten, die ihr aus der Vintage-Ära euch ziehen könnt nach Tara. Mit den Pokémon macht ihr nichts verkehrt. Und wenn ihr doch lieber eine Holo-Variante davon haben wollt, dann habt ihr nochmal nach Tara aus Neo und Deckung. Hier seht ihr, die Preise waren schon immer relativ konstant gewesen. Jetzt seht ihr hier so langsam eine Steigerung, auch wahrscheinlich wegen Eevee Heroes. Und hier bekommt ihr die Karte ab 50 Euro, sogar in Diamant. Auch wieder hier aus Italien. Schaut, dass ihr bei einem gescheiten Händler einkauft. Lasst euch Bilder zuschicken. Und wenn es euch zu teuer ist, dann wartet einfach ein bisschen. Es kann gut möglich sein, dass es ein bisschen abflacht und die Karte wieder günstiger wird, aber dennoch sehr, sehr starke Karte mit einem sehr ikonischen Artwork mit dem Mond im Hintergrund. So Leute, das soll es erstmal gewesen sein mit der zweiten Gen oder mit der Neo-Series. Ich weiß, es gibt noch viele tolle weitere Karten, wie das Helotragoran zum Beispiel oder weitere dunkle Pokémon. Können wir auf alle Fälle in einem anderen Video machen, wenn ihr Bock habt. Würde ich auch sowas mit den Base-Set-Series-Karten machen, dass ich mir da ein paar rauspicke. Oder E-Series oder EX Ruby Sapphire und so weiter und so fort. Ich denke, da ist sehr, sehr viel Luft nach oben. Wenn es euch gefällt, wenn ihr den Support da lasst und ich sehe, dass ihr darauf Bock habt, dann würde ich es auf alle Fälle machen. Dann würde ich sagen, es ist mal durch mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Lasst auf alle Fälle ein Kommi da. Was würdet ihr euch denn holen aus der Neo Series für bis zu 50 Euro? Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann und ciao.